Wir sind hier heute auf dem Edeka zur Heide Gourmet Event, was dieses Mal schon zum 5. Mal stattfindet. Wir haben unser innovatives Weinkonzept Helix heute dem deutschen Publikum vorgestellt. So it's a new concept, it's a bottle made of glass with a very special thread inside and a stopper made of cork with a very different shape. Together they basically allow for highly levels of convenience to open and close. The reaction has been absolutely great. We have tested Helix in several markets as different as the US or China. But today it is really the first time that we're putting Helix in front of the German consumer. A consumer that we all know, it's very, very difficult. It's a consumer that looks for value for money. It's a consumer that looks for convenience. And I think both the wine that we're presenting here, but especially the concept of Helix, the convenience of opening while still retaining glass and cork, is something that has been quite accepted. Man hat auch diesen Naturkorken. Also es hat mir sehr gut gefallen und ich würde das jetzt auch also kaufen. Eine praktische Idee, gerade für mich als Frau, die oft Schwierigkeiten hat, die Weinflaschen zu öffnen. Aber bei einem Weißwein, den man immer wieder verschließen soll, wenn man den abends in die, nicht eine ganze Flasche getrunken hat, toll. Das ist einfach praktisch. Abends zack auf, zu, fertig. Man muss ja nicht fummeln, friemeln. Schon gut durchdacht. Hammer. Für Frauen gemacht. Ich denke mal, es ist eine gute Lösung. Ich hoffe mal, es setzt sich durch. Der Korken muss nochmal. Die Flasche hat eine Drehung. Die hat eine Windung drin. Da ist auch das ganze Geheimnis. Aber so wird die Flasche auch geliefert. Die wird mit diesem Verschlusskorken geliefert. Ne? Das ist praktisch. Oh, hey. Du hast ja nicht auf dem Raffi. Das eröffnet natürlich dem Konsumenten ganz neue Möglichkeiten, da man dann natürlich den Wein einfach wieder verschließen kann, wenn man mal was übrig hat oder man geht vielleicht irgendwo auf eine Party, es findet vielleicht draußen statt und man möchte nicht, dass die Flaschen umkippen, hat man doch ganz einfach die Möglichkeit, den wieder zuzuschrauben und einfach irgendwo hinzustellen, muss aber nicht einen BVS-Verschluss oder generell einen Schraubverschluss nehmen, sondern kann sich doch wieder auf den ganz naturgetreuen Korken beziehen.